Wenn die Bruder im Hinspiel zwischen NR Cottbus und Welche Flensburg gab es eine 2:3 Niederlage für Sie. Wie bewerten Sie dieses Ergebnis? Ja, ich glaube, erste Halbzeit haben wir ein bisschen verpennt. Kann man ganz ehrlich sagen. 0:3 hört sich fies an in der Halbzeit. Da haben wir uns in der Halbzeit zusammengesessen und haben gesagt, was machen wir jetzt raus? Verstecken wir uns oder geben uns auf oder gehen wir breiter Brust raus? Und ich glaube, zweite Halbzeit haben wir das gut gemacht, sind mit breiter Brust rausgekommen, haben einfach nochmal alles versucht und am Ende ja, steht 3:2 und es lebt noch, die kleine Funken Hoffnung lebt noch. Was war denn der Schlüssel in der zweiten Halbzeit? Was hat denn da besser funktioniert? Ja, wir sind viel mutiger aufgetreten, haben uns nicht versteckt, sind dazwischen gegangen und haben alles versucht, die Bälle gefordert, Bälle auch mal das 1 gegen 1 probiert und das glaube ich, haben wir am Ende ganz gut gezeigt. Für Sie war es eigentlich auch ein Auswärtsspiel hier in Kiel. Wie haben Sie die Stimmung so wahrgenommen? Ja, war super. Aus Flensburg kamen super viele Leute, fand ich super die Unterstützung, auch vom Cottbus natürlich, war gewaltig. Da erwartet uns noch eine größere Aufgabe mit Menschen. Aber ich glaube schon, dass wir das jetzt besser gerüstet sind, kennen das ein bisschen und können positiv an die Sache rangehen. Wie viel Hoffnung nehmen Sie denn mit nach Cottbus noch? Ja, ich denke mal schon, wenn wir jetzt da ohne Hoffnung hinfahren, dann brauchen wir da nicht hinfahren. Also wir gehen ja mit voller Hoffnung hin und gehen mit breiter Brust hin und versuchen alles rauszuholen. Danke. Perfekt.